Nächste Wortmeldung von der Frau Abgeordneten Doktorin Gabriela Moser. Herr Präsident, Herr Minister, meine Damen und Herren, zweifellos sind Sie, Herr Minister, durchaus bemüht, den ganzen, ich nenne ihn jetzt Burgtheater-Skandal, doch etwas transparenter zu machen und gewisse Klärungsschritte zu setzen. Ja, in der Öffentlichkeit sind Sie durchaus bemüht. Gegenüber dem Parlament reduziert sich Ihr Bemühen schon etwas. Ich weiß aber nicht, warum. Also das möchte ich jetzt wirklich genau wissen, weil diese Sachen, die Sie heute angesprochen haben, Datenschutz und Abwägung des öffentlichen Interesses mit dem sozusagen wirtschaftlichen Interesse des Betriebs, das haben Sie ja nie gemacht. Sie haben nur gesagt, es gibt den Datenschutz und es soll abgewogen werden. Aber warum Sie jetzt dieses Element Datenschutz und warum Sie auf der anderen Seite dieses Element öffentliches Interesse ist nicht so groß, ne? Warum Sie das so gemacht haben, haben Sie uns überhaupt nicht erklärt. Haben Sie nicht in der Anfrage erklärt, haben Sie jetzt auch nicht in Ihrer Stellungnahme erklärt. Und Herr Minister, es ist ja abgesehen von dieser Einzelheit ist es ja generell eine Frage des Abgeordneteninterpellationsrechts. Und jetzt darf ich Ihnen, Herr Dr. Juris Minister, darf ich Ihnen die Bundesverfassung vorlesen, genauso der Herr Frau Dr. Juris Fekte. Ich bin ja keine Juristin, aber ich lese. Ich lese Artikel 52 Absatz 1. Der Nationalrat und der Bundesrat sind befugt, die Geschäftsführung der Bundesregierung zu überprüfen, deren Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen. So, okay. Absatz 2. Kontrollrechte gemäß Absatz 1 bestehen gegenüber der Bundesregierung und ihren Mitgliedern auch in Bezug, und das ist wichtig, auch in Bezug auf Unternehmungen, in denen der Bund mit mindestens 50 von 100 des Stamm-, Grund- und Eigenkapitals beteiligt ist. Da steht es klipp und klar, eindeutig, Bundesverfassung. Was ist denn die Bundestheaterholding? Ein 100% GmbH des Bundes. Wir haben eine GmbH-Form, Frau Juristin, Herr Jurist. Und gerade in der GmbH-Form geht es um Weisungsrechte des Bundeskanzlers. Sie können dazu auch noch das Bundestheaterholding-Gesetz studieren. Ich bin ja keine Juristin, aber ich lese halt nach. Ne? Und da gibt es ja auch den Paragraph 17. Da gibt es auch den Paragraph 17, da steht ganz genau drinnen, das fragt ist der Geschäftsführer der Holding, an die Weisungen des Bundeskanzlers gebunden ist. Und jetzt haben wir ja praktisch die Weisungskette. Jetzt passt das ja alles zusammen. Es ist Auskunftspflicht des Bundeskanzlers, es ist Auskunftspflicht des Ministers, es ist faktisch auch laut Bundesverfassung klargelegt, dass die Abgeordneten das Recht haben, nachzufragen. Nachzufragen, wenn es um geschäftliche Gebarung geht von Unternehmen, die der Bund mit mehr als 50% besitzt. Das ist klipp und klar nachlesbar. Und Sie machen es nicht. Und Sie machen es nicht. Und da frage ich mich schon, warum machen Sie es nicht? Es gibt ja sogar Rechtsmeinungen. Ich brauche jetzt nicht das Gutachten Oehlinger heranziehen. Ich brauche nur den Verfassungs- und den Legislativdienst des Parlaments heranziehen. Dessen Exegese, jetzt muss ich schon ein biblisches Wort nehmen, ne? Dessen Exegese sozusagen der Bundesverfassung sich deckt in dem Fall völlig mit unserem Gutachten Oehlinger. Ne? Und Sie sagen trotzdem keine Auskunft über die Beschlussfassungen, die dort getätigt wurden oder die dort vorgenommen worden sind. Und dann bekommen wir noch interessanterweise den Hinweis, wir dürfen schon fragen über die Beschlüsse, die dort gefasst worden sind, nur kennen dürfen wir sie nicht. Ich frage mich schon, wie soll man denn über was Detailfragen stellen, wo man das Faktum als solches nicht erfährt. Also da irgendwie beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Und deshalb habe ich ja Hoffnung, Herr Minister, nachdem Sie ja für Transparenz auch immer wieder eintreten, das Informationsfreiheitsgesetz sozusagen medial in die Welt gesetzt haben, machen Sie doch anhand dieses konkreten Beispiels auch wirklich endlich einmal eine verfassungskonforme Auslegung des Interpellationsrechts, des Anfragenrechts der Abgeordneten, weil wir wissen ja alle, laut Bundesverfassung, laut Geschäftsordnung des Parlaments gibt es zwei Pflichten, die Gesetzgebung und die Kontrolle. Und wir können nur kontrollieren, wenn wir Fragen stellen können. Und die Fragen sind nur dann sozusagen auch von Kontrollkraft,
wenn Antworten erfolgen. Und Frau Ministerin, ehemalige und Herr jetziger Minister, Sie wissen ja, wie schwer wir uns tun mit dem Image, mit dem Ruf der Politik, weil Missstände entstanden sind, weil die Kontrolle mangelhaft ausgeübt werden konnte und oft auch deshalb, weil die parlamentarischen Anfragen nicht ordentlich beantwortet worden sind. Und darum denken Sie dran, der ganze Burgtheaterskandal schadet ja dem Renommee der Republik, schadet unserem Kulturstandort, von anderen Standorten rede ich jetzt gar nicht. Und ein erster Schritt der Schadensbehebung ist die Aufdeckung, ist die Kontrolle, ist die Einhaltung der Bundesverfassung. Machen wir es doch, das wäre doch klar.